das Thema, das auf Familien in den ersten Lebenstagen zukommt, als zentrales Thema, ist das Thema Ernährung. Möchte man stillen, so muss man sich Zeit geben. Es muss der Milcheinschuss stattfinden, es muss ein Baby lernen, wie docke ich an der Brust, wie sauge ich, wie schlucke ich. Alles das braucht seine Zeit, braucht einen Rhythmus und diese Zeit sollte man sich geben. Um sich noch ein bisschen mehr Druck zu nehmen, wäre es ganz gut, wenn man zu Hause eine Ersatznahrung lagernd hat, dass man weiß, klappt es jetzt nicht sofort, habe ich etwas, das ich dem Baby geben kann. Und die Sorge, bekommt mein Baby zu wenig Milch, bekommt zu viel Milch, kann man sich auch nehmen. Man kontrolliert die Windeln. Wenn die Windeln nass sind, ist genug Flüssigkeit im Umlauf. Wenn ein Kind zunimmt, dann hat es sowieso genug getrunken.